weniger Müll, beziehungsweise wenn ich jetzt zum Beispiel eine Feile mit zwei Seiten beschichtet, ist die Feile gleich mal dicker. Und du benutzt zwei Seiten und schmeißt auch zwei Seiten weg. Das stimmt, Hier ja. schmeiße ich nur eine Seite weg. Okay. Also so Ja, rein es ist Sparfuchs-mäßig. genau, also ich will jetzt hier nicht wie der Oberschwabe durchkommen oder so, aber Ja. wenn du einen Salon führst, musst du definitiv mit deinen Kosten kalkulieren. Und du musst, ich stehe wirklich auf professionelle Arbeitsmaterial, definitiv, und da spare ich auch nicht dran. Aber trotzdem möchte ich gerne effektiv ja, einfach Genau. kostengünstig. Ja, jeder Cent, den du da Ja, rausschmeißt, der landet nicht in deinem Portemonnaie, ne? genau, eben. Und deswegen habe ich dann eben nur eine Seite, mir reicht die vollkommen aus. Ich kann gar nicht mehr mit doppelseitigen Pfeilen arbeiten, die Okay. sind mir, wie gesagt, zu dick. Und zweitens einfach brauche ich nicht die zweite Seite. Welche Größe für Körnung hast du Aber es ist unterschiedlich. Ich habe 100er, ich habe 150er und 108. Nee, 180er von denen habe ich gar Okay. Aber 200er gar nicht? Über Ja. 200 irgendwie? Ich habe Buffer-Pfeilen, Okay. habe ich, ja. Aber die brauche ich nicht für jetzt Shellack oder das brauche ich höchstens für die Maniküre. Genau. Und dann habe ich eben, also hier ist jetzt eine 100er drauf und dann habe ich eben noch die hier, die finde ich Hammer. Die sind auch von Stalex. Das ist eigentlich Buffer und Pfeile in einem. Ja, kannst du gerne. Ah ja, okay. Schön, Genau, das ist schön ein bisschen soft. gepolstert, aber ist nicht so weich wie jetzt ein Buffer selber. Ich ziehe die auch auf dem Board drauf und ich kann damit komplett durch vorbereiten Okay, und krass. auch die Spitzen kürzen und so weiter. Also, und was ich toll finde, tatsächlich, dass man die auswaschen kann. Du kannst sie so wie deine Instrumente in dein Desinfektionsbad Okay. rein. Weder die Körnung wird beschädigt, noch die Polsterung oder sonst Und was. Klebefläche, die kleben dann auch wieder? Kleben ganz normal weiter. Okay, krass. Ja, alles Wie lange ausprobiert, kannst du die dann benutzen? getestet. Und dadurch, dass du sie eben auswaschen kannst und desinfizieren kannst auf diese Art und Weise, wie du auch die Instrumente, du kannst sie nur nicht in Ja, Sterilisation, weil gut, es wird klar. heiß und Ja, dann logisch. schmilzt. Ja, Ja? ja. Aber das kannst du wieder mit der Bürste noch. Genau. Wie oft ich sie benutzen kann. So 3, 4 Mal kann ich Ja, sie guck noch mal, hast du benutzen. Genau. wieder ordentlich Kohle gespart, Ja, ne? Krass. genau. Ja, cool. Also ich halte nichts davon, wenn die Feile benutzt aussieht, das ist gegenüber dem Kunden, Ja. ja, das ist wieder mit der, Genau. mit dem ganzen Hygiene und Thema, so. genau. Aber wenn du die Möglichkeit hast, die Feile so auszuwaschen, ja, dass sie wirklich clean ist und sauber ist, und ich habe so ein Gerät, Desinfektionsgerät mit Ultraschall und mit UV-Licht, also UV-Licht. Genau. Und da klicke ich drauf und dann schüttelst und rüttelst und dann wird es richtig schön so ping, Sauber. gewaschen. Genau. Cool. Ja, Das ist eigentlich alles, ne? das ist Also alles. Ja. das ist heftig. Also an Instrumenten und Genau, genau, Arbeitsmaterialien. genau. Ja, Ja. dann kommen wir doch mal zu den Gelen und Ja, jetzt habe ich allem natürlich anderen nicht Sachen. alle Ja, logisch, ausgepackt. klar. Ja, hauptsächlich arbeite ich mit zwei Firmen zusammen. Das ist einmal Veto. Tada! Tada. Tada! Tada. Muss nachbestellen, ist fast leer. Was ist das Öl? Öl, ja. Es ist vegan, also vegan. Und auf pflanzlicher Basis und so weiter. Und auch das Öl ist, ach, was weiß ich, was da alles drin hat. Also ich habe es letztens gelesen und war Also viel. selber, Machst du wow, dir neue Nägel auf den Finger? ja. Genau. War ich selber, wow, Frank, du hast aber richtig was reingepackt, ja. Genau, und dann habe ich noch einmal, da sollte eigentlich Aceton drin sein, Sehr. ja.
Und da ist ein Nail Prep drin. Mhm. Damit gehe ich nach dem Vorbereiten auf die Nägel. Mhm. Der trocknet nicht so aus wie jetzt zum Beispiel Alkohol mhm. oder Aceton. Mhm. Könnte man auch hernehmen, aber es ist, da sind nochmal gewisse Zusatzstoffe drin, die einfach auch nochmal Feuchtigkeit mhm. trotzdem abgeben, aber keine Fette mhm. auf okay. den Nägel. Mhm. Genau, das, das Nail Prep habe ich auch von Akzent. Mhm. Und wir wechseln eigentlich zwischen Veto, Base und Top mhm. und Akzent, also Luxio, Base, Top und so mhm. weiter. Das ist, was sind für dich die Vorteile sind die, da? So Grunddinger, die wir immer hier am Tisch mhm. haben. Der Rest ist alles da in der mhm. Schublade. Was sind für dich so die Vorteile von den beiden Firmen? Oder hast du dich einfach nur eingeschossen? Also ich habe mich definitiv auf die eingeschossen und gleichzeitig ist es so, dass sie sehr leicht zu verarbeiten sind, mhm. wenn man weiß, wie man mit denen umgehen kann. Sie halten, mhm. ja, also ich habe keine Probleme. Mhm. Die Farben sind schön dünn zum Auftragen, was ich auch ganz wichtig finde. Mhm. Bei Veto ist fast jede Farbe so, dass es eigentlich in einem schon aufgetragen deckt. Okay. Und auch bei Akzent, ja, es ist einfach. Und was mir halt gefällt, da, auch wenn ich jetzt zum Beispiel meine Lampen bei Amazon oder so, aber die Produkte Veto kannst du nicht so kaufen. Hm. Die gibt's nur auf Gewerbeschein. Auf Gewerbeschein. Und ich glaube, bei Akzent ist es ebenfalls der Fall. Ja. Ja. Und genau, das heißt, meine Kunden könnten das Produkt so nicht erhalten. Ja. Und ja, das ist halt einfach. Ich bin, wie ich schon gerade vorhin gesagt habe, never change the running system. Wenn du ein System gefunden hast, ja. dann bleib dabei und fang nicht an, hier und da. Du ja, kannst genau. Farben dazu holen oder Nail Art oder so. Oder so. Aber wenn du jetzt zum Beispiel bestimmte Gelsorte hast, die dir liegt, wo du siehst, okay, das hält, ja. Dann bleib auch dabei. Ja. Erstens sparst du dir also Geld und Zeit auch. Genau. Du musst dir nicht so viele Gedanken machen. Ja. Ja. Weil zum Beispiel kann sein, heute tust du das beim Kunden drauf und morgen tust du, weil du Lust und Laune hast, das auch beim Kunden drauf und plötzlich hält es nicht mehr. Du weißt nicht mehr, warum es nicht hält. Weil beide Komponenten nicht miteinander agieren können oder weil der eine den anderen nicht mag oder keine Ahnung. Ja, ja also Geltöpfe habe ich jetzt keine rausgepackt, aber auch da gilt es, wenn du ein Modellagesystem, dann nur weil jemand anders gesagt hat, das ist super oder das ist super, fang gar nicht erst an. Genau. Ja. Es gibt ja genug Leute, die sagen, ja, nutzt lieber das, nutzt lieber das. Also, genau. Wenn ihr euch auf was eingeschossen habt, dann lasst das. Egal, ob es Jollifine ist oder... Ja, und ich meine, es verleitet ja auch, ganz ehrlich. Ja. Also mir geht es ja nicht anders. Mhm. Ja. Ich bin ja genauso, dann denke ich mir, soll ich das jetzt bestellen oder nicht? Und am Ende, ach nee, brauchst du nicht, ja, weil du hast ja dein System. Ja. Ja. Und es sei denn, es gibt eine Farbe da, die es bei deinem System nicht gibt. Aber ansonsten. Daher. Und alles andere ist tatsächlich immer in der Schublade und fertig. Ja, und dann Pinsel. Genau. Pinsel habe ich tatsächlich von Akzent auch. Das ist ein ovaler Pinsel, also ein Katzenzungenpinsel. Der ist schön flach und saugt sich auch nicht so voll mit Gel. Was ich toll finde, du kannst ihn auch spitz machen. Wenn du jetzt zum Beispiel French korrigieren willst, dann kannst du schön French nachkorrigieren. Du kannst ihn ein bisschen breiter machen fürs Modellieren. Du kannst aber auch damit Farbe auftragen, weil der lang genug ist. Aber er hat trotzdem noch genug Kraft, Spannkraft auch, um zu Modellage zu machen. Also dein Steckenpferd ist ja Acryl, ne? Ja. Aber du arbeitest trotzdem mit Gel. Ja. Also im Studio zur 95% mittlerweile. Okay. Also ich habe nur noch 2 Acrylkunden tatsächlich.
Warum? Zwei Acrylkunden, die wollen das einfach, oder? Ja, bei denen hält nur tatsächlich nur Acryl, beziehungsweise die eine ist allergisch auf einen Bestandteil im Gel und deswegen ist sie auf Acryl, genau. Okay. Aber ja, da seht ihr auch. Zwei Pinsel, reichen vollkommen aus. Eine ist, falls ich mal Farbe mache oder Glitzer oder so. Wie reinigst du die? Ganz normal mit einer klaren Zerlette, ohne Cleaner drin. Ja, also genau, wenn mal arg, wo ich mir denke, ja, so einmal im Monat vielleicht mal mit einem gecleanerten oder mit dem Nail Prep, weil der noch mal sanfter ist, dann mache ich es damit sauber, aber auch nur eine Zerlette nehmen und abwischen und fertig, nicht ruppeln und nicht drehen oder wenden oder was auch immer. Weil die nur die Haare, ne? Ja, eben, genau. Ja. Cool. Ein Dotting-Stick sehe ich noch. Und ein Dotting-Stick, das ist so mein Ersatz, wenn ich mal kein Rosenholzstäbchen parat habe, weil du mit der ganz spitzen, dünnen Seite auch schön die mal Ränder korrigieren kannst, falls mal irgendwas reingelaufen ist, nicht oder wenn ich mal ein paar Herzchen machen muss. Genau. Das ist ja auch so dein Steckenpferd, ne? Du suchst überall Herzchen. Ja, genau. Ja. Ich habe mit meiner Schwester damals, also meine Schwester hat angefangen und die hat dann immer so Herz gefunden und irgendwann fing ich mit Smileys an, bin aber dann auch auf Herzen umgestiegen, weil da plötzlich irgendwo überall und wenn es Steine waren oder... Hier in dem Boden hast du gefunden, ist da hinten, da hinten in der Ecke ist ein Herz. Ein Herzastloch. Genau, ein Herzastloch. Und da wusste ich, das ist schon richtig hier gewesen. Das ist immer so, diese Herzen kommen dann meistens zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn sie mir ein Zeichen geben. Das ist das Zeichen. Ja, das ist so. Alles richtig gemacht. Ich denke, das vielleicht ist. Ja, aber genau. Glaube versetzt Berge. Ne? Ja, genau. Ja. Dann habe ich eine Pinchzange. Mhm. Das ist mal zum etwas Entfernen oder fürs Pinchen grundsätzlich. Mhm. Pinchklemme ist in meiner... Machst du das oft in deinem Studioalltag? Ja. Nein, sehr selten. Also pinchen. Dadurch, also im Gel sowieso nicht. Das ist mir zu aufwendig. Aber wenn dann mal Acryl, aber wie du schon weißt, das sind zwei Kunden und das war's. Und mittlerweile kann man die Schablone schon so schön einschneiden, dass man eigentlich pinchen gar nicht mehr braucht. Gar nicht mehr groß braucht. Genau, und dann habe ich noch eben zum Schablone ablösen oder irgendwas umrühren, einen Spatel und dann mein Acrylpinsel. Was für eine Größe? Das ist ein 10er. Genau, ein 10er. Und dann noch mein Nail Art Pinsel. Ah ja. Für Herzchen. Nee, damit möchte ich keine Herzchen malen, glaub mir. Ja, zum Nachkorrigieren. Genau. Eben zum Nachkorrigieren in den Rändern oder Ausbalancieren des Materials, damit es schön eben ist. Dafür. Genau, bei Versiegelung. Genau, oder bei der Versiegelung, dass sie schön eben ist dafür. Das war's schon. Und das war's. Ansonsten noch Taschentücher auf dem Tisch stehen? Genau, Taschentücher und Zelletten. Und die hauchdünnen, fusselfreien von Jolefine. Die sind die besten. Also ich habe da wirklich auch ganz viele getestet. Und ich habe auch noch die anderen, diese gängigen Zelletten. Ich arbeite hauptsächlich mit denen. Ja, die gängigen, die nehme ich immer zum Pinsel sauber machen oder bis ich die aufgebraucht habe. Aber ansonsten, ich bestelle auch nur noch die. Also ich habe auch noch so... weil die gab es mal beim DM auch in Box. Und da habe ich die halt eben so eine schmale Box. Das finde ich gut, weil man kann es gleich rausziehen. Aber die benutzen wir wirklich, wenn wir irgendwas sauber machen wollen oder sowas. Aber und sonst nur noch die hier. Die finde ich super, weil auch zum Reinigen in der Nagelfalz und so weiter kann man die super hernehmen. Wenn die weich ist, dann ist die schön dünn und kann man überall rein. Ja, die habe ich auch erst durchs Projekt kennengelernt, durch unser gemeinsames. Genau.
Und das war's. Und mehr brauchst du nicht auf dem Tisch. Nee. Das war's einfach. Farben packst du irgendwo anders rein. So ein Display hat ja jeder irgendwie rumliegen, wo die ganzen Farben drauf sind. Genau, diese ganz normalen Displays. Ja. Und dann sind die Farben verstaut. Das ist eh besser, wenn alles Licht geschützt ist. Und auch wenn sie in schwarzen Flaschen sind oder in undurchsichtigen Flaschen. Mhm. Und ja, und daher sind die da einsortiert. Irgendwann kriegen sie einen richtigen Platz und das war's. Ein schönes Zuhause. Ja, genau. Ja, und das war's eigentlich auch schon, was wir brauchen. Ne? Schön clean, sauber und easy. Und ja. Ja, und das wenn nur ganz zum Schluss, wenn du deine Produkte wirklich, wenn du eine Ordnung hast und genau weißt, das brauche ich und das auch nur vorbereitest, dann sparst du dir schon so viel Zeit bei deiner Arbeit, weil du musst nicht suchen, du musst nicht kramen und im Grunde braucht man ja für jeden Kunden eigentlich fast dasselbe immer. Ne? Genau. Das kann man super vorbereiten und schön sauber halten. Vor allem. Ja, immer sauber halten. Gut, das soll es gewesen sein. Auf jeden Fall Milena abchecken auf Social Media, Instagram vor allen Dingen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Milena. Tschüss. Ciao.